Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Jurassic Park mit einem hopp neuen Abenteuer oder mit dem weiterführenden Abenteuer. Wir sind in Episode 3 angekommen und ich habe momentan absolut keinen Plan, wo wir gerade sind. Ich lasse einfach das Spiel laufen und wünsche euch jetzt einmal viel Spaß. Ein Ladebildschirm. Ach ja, stimmt. Wir sind ja gerade durch diesen Gang gelaufen und wurden von Raptoren beobachtet. Ein bisschen vom Lysin-Präparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park, die Lysin-Kontingenz. Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. Die Dinosaurier können sich nicht vermehren. Wir behindern schon ihre Fortpflanzung. Das ist ihr Todesurteil. Ja, aber wer weiß, wie viel Schaden sie bis dahin anrichten können. Ein einziger Brachiosaurus kann in einem Tag so viel Dschungel zerstören, wie eine ganze Horde Elefanten. Was glauben Sie, wie viel eine Gruppe von ihnen mit dem Regenwald anrichten würde? Das Ökosystem wird sich anpassen. Was ist ein Ökosystem? Muss ich Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Und wenn sie schwimmen können? Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. Sowas ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sauropoden schwimmen konnten. Keinen. Haben Sie schon jemals einen Schwimmen gesehen? Wenn Sie in Not kommen, unwahrscheinlich. Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Wir halten sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Aber sicher können mehr Vierbeiner schwimmen als nicht schwimmen. Okay, ich gebe zu, dass einige Sauropoden eventuell schwimmen können. Aber ich glaube trotzdem, dass 120 Meilen offenes Wasser eine wirksame Barriere sind. Sie würden sie einfach alle sterben lassen? Nur eine Entscheidung... Nur eine Entscheidung ist moralisch richtig. Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig, angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Hier geht es nicht darum, sie zu töten. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysin-Kontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit. Für Sie vielleicht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysin-Kontingenz überhaupt die Rede war. Das ist Henry Wu City. Er sollte den letzten Ausweg sein. Die Diskussion bringt nichts. Das ist mein Lebensweg. Das ist eine tödliche Notlösung. Die Lysin-Kontingenz sollte der letzte Ausweg sein. Injin hat nicht mal versucht, das zu ändern. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Geschweige denn ganze Speziesgruppen. Niemand hat das Recht dazu. Wir könnten von vorn anfangen.
Wir sind verantwortlich. Natürlich würde ich Ihnen recht geben. Niemandem steht es zu, eine gesamte Spezies zu töten. Aber Sie geben doch zu, dass das hier ein Sonderfall ist. Wir sind verantwortlich. Um Sie kümmern und Sie nicht töten. Ja, wir sind verantwortlich. Nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern auch für das der Tiere. Ich weiß nicht, Laura. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich muss es Ingen sagen. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Jess, wo warst du? Nur den Gang runter. Ihr habt doch eh nicht gemerkt, dass ich weg war. Tut mir leid, Schatz, ich war abgelenkt. Aber mach das nicht nochmal, okay? Klar, okay. Und schon laufen wir wieder. Nom, weg ist sie. Und wieder weg. Der hat mich zum Fressen gern. Yeah.
Sie haben so viel Koordination wie ein dreibeiniger Esel. Ich habe genug Koordination, dass ich Ihnen... Hey, ganz ruhig. Ich nehm's zurück. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Ich... Sie haben sie verloren? Muss rausgefallen sein. Gut so. Hau ab. Gut. Wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Die Viecher müssen mich echt nicht noch besser sehen. Das nenne ich ein gutes Versteck. Verdammt! Bring it on, you! Bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Sie haben sie verloren, sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen. Wie können Sie sie nur fallen lassen? Gehen Sie zurück und finden Sie sie. Gut, wir wissen, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. Viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos! Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Wie können Sie sie nur fallen lassen? Gut, ich hole sie selbst. Wenn Sie nicht manns genug sind, die Embryos holen, mach ich selbst. Moment. Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir ihren Kontakt treffen. Ich weiß, aber Sie haben sie fallen gelassen. Tja, passiert. Wenn Sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los, aber schnell! Verdammt, reiß dich zusammen. Langsam und lass dich nicht töten. Verdammt, reiß dich zusammen. Langsam und lass dich nicht töten. Verdammt, reiß dich zusammen. Mach langsam und lass dich nicht töten. Verdammt, reiß dich zusammen. Mach langsam und lass dich nicht töten. Langsam. Oops. Ah.
heute habe ich die Folge der Tode. Verdammt, Bill. Reiß dich zusammen. Langsam. Verrückt. Ah, Scheiße. Also wirklich, heute ist der Tag der vielen, vielen Tode. Matrix, damit habt ihr eigentlich mehr Unterhaltung. Hab sie nicht bekommen. Der Große hat wieder Hunger. Ah, niemals. Ich mach's nicht. Ohne sie hätte ich die Embryos immer noch im Rucksack. Sie haben sie verloren, sie holen sie. Schon gut. Soll ich auch noch den Rasen mähen? Die meisten Typen bekommen wenigstens eine Hochzeitsnacht, bevor das Gemecker losgeht. Haben Sie mich nicht eben mit einem dreibeinigen Esel verglichen? Esel? Mein Fehler. Ich meinte Ackergau. Tja, einmal werde ich es noch probieren in der Episode und dann geht's dann ab dem nächsten Part dann weiter. Scheiße.
Scheiße. Süße, was macht ein nettes Mädchen wie du an so einem Ort? Verdammt! Ich hab sie! Herr Lewis kann sich gerne ein paar Trainingstipps von mir holen. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Hey, danke. Macht fast wieder gut, dass Sie sie verloren haben. Tja, meine lieben Freunde. Auch wenn es jetzt mal blöd klingt, wir werden jetzt hier mal bewusst etwas breaken. In der nächsten Episode geht's dann hier weiter. Viel ist es ja nicht mehr. Und ich wünsche euch noch ein schönes Folio. Bis zum nächsten Part.